Sorry. Ja, Streamer ist gerade nicht da und ich habe auch zu lange gebraucht. Also die Jungs spielen schon, ich schätze mal random gerade. Also random Chars. Skyvania versus Skeddy sehen wir hier. Und ja, Skeddy muss auf jeden Fall noch einiges an Sets spielen. Hat 3 Sets noch offen. Vielleicht sehen wir davon ja was. Wäre jedenfalls nicht schlecht. Also Dafung und Mega Man sind halt noch offen. Skeddy bisher alles 2-1 gewonnen. Das heißt, den besten Track Record hat er nicht. In Pools, Round Robin Pools, kann das schon mal dazu führen, dass du mal nicht weiterkommst. Einfach wegen, ja, Games. Und, ja, das killt. Wir sehen einen glücklichen Skeddy. Hä, seit wann kann er denn die Kombos von Quajutsu? Ja, okay, kann er nicht. Ja, jetzt gucken wir nochmal in Twitch-Chat. Von den Begegnungen, die jetzt noch offen sind, gibt es welche, die ihr sehen wollt? Oh, es wird wahrscheinlich auf Pool, weiß nicht, ob das 3 ist, hinauslaufen, einfach weil da noch am meisten Sets offen sind. Oh, das kann er? Okay, ja. 1-0 hier für Skeddy. Mit Quajutsu. Und ich kann mir ja schon vorstellen, dass er den Char gut kann, einfach weil Skeddy gegen Skyvania spielen gerade. Einfach weil er das Sheik gespielt hat. Ist ja auch so ein schneller Aerial-Combo-Charakter. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht schlecht ist, ne? Spielt Skyvania nochmal random? Nee, er spielt Luigi. Doch, sein Luigi habe ich schon mal gesehen. Gut, wir sehen also Sora gegen Luigi. Jetzt bin ich mal gespannt. 1-0 für Skeddy. Ja, ja. Okay. Beim Bounce Smash spielen. Den Spaß. Oh! Kommt die Eisattacke. Feuer. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob Skeddy jemals Sora gespielt hat. Bestimmt 2-mal. So, kann er sich nicht über die ganze Stage läuft er und kann sich trotzdem nicht vor der was Side B oder so von Sora retten. Doch so weit. Folgt dann überall. Versucht es hier mit dem Downthrow into Up B. Hätte funktionieren können, aber direkt mit DI von Skeddy. Und punished hier hart die Side B von Luigi. Hätte natürlich auch ein Missfire sein können. Dann hätte das Ganze anders ausgesehen. Der gute alte Up Smash, Metallschädel. Getty trollt. Oh, okay. Oh, oh. Ich weiß nicht, warum sich Sora gerade so gebückt hat, dass er nicht die mehr abbekommen hat. Aber es hat geklappt, oder die Up Air. Und da hard punish. Oh, und da sind wir ganz schnell auch wieder bei ausgeglichenen Stocks. Und dann. Okay, Combo gedroppt. Wäre wahrscheinlich richtig gewesen, aber da kommt die nächste. Ist jetzt nur nicht mehr die mit Down Air mehr. Ja, man merkt schon, dass Skeddy den Charakter vielleicht nicht Main oder Secondary hat, sondern eher so gar nicht spielt. Also gerade ist Skeddy ziemlich lost hier gerade gegen Skyvania. Ja, kannst ja mal mit dem F-Smash versuchen. Ah, die Appi. Ah, okay, kein Air-Dodge gemacht. Smart. Und der F-Smash. Oh. Oh. Kann er hier irgendwie den Kill kriegen? Okay, er versucht es mit dem F-Smash. Oh, was? Schon so viele Prozent habe ich gar nicht bemerkt, um ehrlich zu sein. Okay, Grab, Backthrow. So,
So, mal gucken, was er macht. Er geht offstage, versucht ihn wahrscheinlich mit Forward Air zu treffen, ne? Aber jetzt gerade keine gute Situation für ihn. Und der Upsmash. Und es steht 1-1. Ja. Ja, da haben wir dann doch am Ende gesehen, dass der Luigi dann doch ein bisschen zu sehr eingespielt ist. Hätte Skeddy natürlich irgendwie schon mit einem Random F-Smash oder so schaffen können, aber hat nicht gereicht. Und wir gehen nochmal auf Pokémon Stadium. Ja, In-Game Nummer, was, 3? Ja. Gut, welche Chance sehen wir jetzt? Okay, also er hat jetzt also sein Main genommen, Skeddy. Skeddy mit Pummelhof, also wieder random genommen. Ja, Skeddy hatte mir schon erzählt, dass er heute früher gehen muss. Leider keine super lange Zeit, deswegen tut er wahrscheinlich gerade alles daran, dass er auch mal King Drop hat. Bisher auch alles erst nur 2-1 gewonnen, das heißt, er war durchaus ein bisschen mehr Kontrolle bei und verliert ja auch direkt den Stock. Skeddy sagt, nein, keine Zeit für. So, dann können wir mal gucken, was wir hier noch von Skyvania sehen können. Vielleicht ja noch eine Combo. Aber wir sehen auch, dass Skeddy nicht versucht zu verlieren. Also im Game versucht er dann schon alles. Nur, naja, Sora, sehr merkwürdiger Charakter. Und ich will auch sagen, dass Pummelhof schon, naja, an sich ist Pummelhof gar nicht so merkwürdig. Nur insane leicht und ja, tot. Okay, also das hier sieht nach einem Skyvania-Win aus. Ich glaube, das ändert nichts mehr, aber hey, für das gute Gefühl. Man soll ja auch nicht den Tag vom Abend loben. Vielleicht kommt hier ja jetzt noch ein... Ja, 3 Rests. Vielleicht kommen jetzt noch 3 Rests. Ich würde es versuchen. Oh, der Down Smash killt noch nicht. 3 Rests. Schnell, 3 Rests. Oh, und der ultra lange F-Smash Charge trifft nicht. Und das war's. 2-1. Er hat fast alles 2-1 gespielt. Ja, so, das war's. In dieser